Genau, ich würde sagen, nachdem wir heute viel vorhaben, beginnen wir einfach jetzt schon mal. Ja, herzlich willkommen im Namen der Schwarzkopf-Stiftung zur heutigen Veranstaltung. Ich bin Dominik Reich. Ich leite hier in der Schwarzkopf-Stiftung den Bereich Veranstaltungen und Preise und darf euch recht herzlich begrüßen zur Veranstaltung heute Abend Europa und die USA. Was passiert nicht, wenn Trump die Wahl verliert? Und ich freue mich sehr, dass wir als Gast heute Abend dazu Botschafter Wolfgang Ischinger begrüßen dürfen. Hallo, Herr Ischinger. Ja, guten Abend. Ich freue mich. Ich darf auch noch begrüßen Aurelie Karatjow. Sie wird heute Abend die Veranstaltung moderieren. Aurelie ist in der politischen Kommunikation im Projektzentrum der Mercator Stiftung tätig und studiert darüber hinaus soziokulturelle Studien in Frankfurt. Auch dir herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Aurelie. Ja, vielen Dank. Seite jetzt nur noch ganz kurz zwei Kommentare zum Ablauf und zum Technischen, bevor ich dann auch das Wort schon abgebe. Wir werden beginnen mit einem kurzen Input von Herrn Ischinger, beziehungsweise noch einer Einführung von unserer Moderation. Dann wird es ein moderiertes Gespräch geben und dann gehen wir so nach einer halben Stunde ungefähr in eine Q&A-Sektion über. Sie und ihr könnt eure Fragen schriftlich stellen über die Frage- und Antwortfunktion im Kontrollpanel unten. Die Moderation nimmt die Fragen dann auf und stellt sie stellvertretend für euch an Herrn Ischinger. Alternativ könnt ihr Fragen auch mündlich über die Handhebefunktion stellen. Auch unten im Kontrollpanel hier die Handhebefunktion, dann könnt ihr euren Beitrag anzeigen. Unsere Moderation ruft euch dann auf und hebt die Stummschaltung eures Mikros auf, die ihr dann bestätigen müsst. Genau, wir werden die Veranstaltung aufzeichnen und im Nachhinein dann auch veröffentlichen. Und ja, bevor ich jetzt das Wort abgebe, werden wir auch noch eine kleine Umfrage jetzt freischalten und auch kurz vor Ende der Veranstaltung. Wir würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Das ist so ein bisschen für uns zu statistischen Zwecken. Und ja, jetzt würde ich sagen, nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich auf die Veranstaltung und ich gebe das Wort ab an Aurelie. Ja, vielen Dank auch von mir. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung der Schwarzkopf-Stiftung zum Thema Europa und die USA. Was passiert oder was passiert nicht, wenn Trump die Wahl verliert? Wir stehen aktuell vor großen Herausforderungen, globalen Herausforderungen wie zum Beispiel der Klimawandel, die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Folgen für die Wirtschaft, aber auch geo- und sicherheitspolitische Herausforderungen. Dazu kommt ein schwindendes Vertrauen in demokratische Prozesse und gleichzeitig das Erstarken rechtspopulistischer Parteien, wie wir es in vielen Ländern dieser Welt sehen können, aber auch struktureller Rassismus und eine zunehmende soziale Ungleichheit sind nur einige wenige Probleme, vor denen Europa, aber auch die USA und die Welt heute steht. Es stellt sich die Frage, welchen Einfluss diese Herausforderungen auf die Ausgestaltung der transatlantischen Beziehungen haben. Werden die USA und auch Europa als Verbündete an der globalen Krisenbewältigung gemeinsam arbeiten oder wird sich der Riss zwischen den beiden Kontinenten weiter vertiefen? Am 3. November in einer Woche finden in den USA die Präsidentschaftswahlen statt und der diesjährige Wahlausgang ist im Hinblick auf die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft und den Umgang mit globalen Herausforderungen von ganz besonderer Bedeutung. Wer wird die Wahlen gewinnen? Das fragen wir uns alle. Es gibt Prognosen, der Demokrat Joe Biden oder Donald Trump. Und welchen Unterschied macht der Wahlausgang am Ende für die transatlantische Beziehung, für Europa und die Außenpolitik? Ich freue mich heute Abend ganz herzlich, unseren Experten für Außen- und Sicherheitspolitik Wolfgang Ischinger zu Gast zu haben und mit Ihnen und euch über die drängende Frage zu diskutieren, was das Wahlergebnis in den USA für das auswärtige Handeln unseres historischen Partners und die transatlantische Beziehung bedeutet. Herr Ischinger, zunächst möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Sie sind seit 2008 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und leiten auch den Stiftungsrat der gleichnamigen Stiftung. Für die, die es nicht wissen, die Münchner Sicherheitskonferenz wurde 1963 gegründet und versteht sich als weltweit führendes Forum für Debatten rund um die internationale Sicherheitspolitik. Und einmal im Jahr tagt die Münchner Sicherheitskonferenz, bei der internationale PolitikerInnen, ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen zusammenkommen und sich zu den drängenden Fragen der Weltpolitik beratschlagen. Herr Ischinger, Sie haben eine lange diplomatische Karriere hinter sich.
Von 1998 bis 2001 waren Sie Staatssekretär des Auswärtigen Amts. Von 2001 bis 2006 waren Sie Botschafter in Washington, D.C. und von 2006 bis 2008 waren Sie Botschafter in London. Darüber hinaus lehren Sie aktuell als Senior Professor for Security Policy and Diplomatic Practice an der Hertie School of Governance in Berlin und sind außerdem Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Und Sie sind Mitglied in zahlreichen Aufsichts- und Beiräten, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der American Academy Berlin. Noch einmal ganz herzlich willkommen heute Abend und schön, dass Sie bei uns sind. Bevor ich das Wort an Sie abgebe, möchte ich noch mal ganz kurz auf den Ablauf eingehen. Also Herr Dominik Reich hat schon erwähnt, es wird jetzt einen kurzen Input geben von Herrn Ischinger und ich schließe dann mit Einstiegsfragen an und danach gebe ich das Wort an das Publikum und freue mich über zahlreiche Fragen. Und die Möglichkeit zur Teilnahme hat Herr Reich auch schon angesprochen, digitale Handhebefunktion oder schriftlich über die Frage- und Antwortoption im Zoom-Fenster. Und damit gebe ich das Wort an Sie, Herr Ischinger, ab. Ja, recht herzlichen Dank. Ich freue mich richtig auf diese Weise, auch wenn es nur aus den bekannten Gründen nur virtuell möglich ist, heute mit der Schwarzkopf-Stiftung zusammenzuarbeiten, deren Arbeit ich seit vielen Jahren verfolgen kann und die ich wirklich besonders schätze. Ich freue mich auf die Diskussion, die wir gleich führen können. Ich muss aber eingangs eine Warnung von mir geben. Also ich bin seit Anfang oder Mitte der 70er Jahre im diplomatischen Geschäft tätig. Seit 1975 war ich im Auswärtigen Amt und ich habe sozusagen seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre aus verschiedenen Gründen die amerikanischen Präsidentschaftswahlen, die dann so alle vier Jahre stattfinden, verfolgen, beurteilen und auch sozusagen prognostizieren müssen oder dürfen. Und ich muss leider gestehen, das sage ich jetzt mal freimütig vorab, sozusagen als Warnung, ich lag eigentlich fast immer falsch. Insoweit bin ich gar nicht so sicher, ob ich jetzt hier der perfekte Gesprächspartner für Sie bin. Ich gehe an diese Sache also mit einer gewissen Demut und einer gewissen Ehrfurcht vor dem Prozess der amerikanischen Wahlen heran, weil man sich da sehr leicht täuschen kann. Und diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht vor vier Jahren mit diesem Thema befasst haben, die werden sich vermutlich daran erinnern, dass vor vier Jahren nicht nur ich, sondern ganz viele andere in USA und hier in Europa und weltweit sich auch schon wieder geirrt haben. Denn die meisten Prognosen sahen damals Mrs. Clinton, also Hillary Clinton vorne und Donald Trump als Verlierer. Und das Ergebnis ist bekannt, es war genau umgekehrt. Also deswegen sind alle diese Prognosen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Allerdings, und jetzt will ich eben, um unsere Diskussion zu beginnen, doch ein paar Punkte machen. Allerdings ist nach den mir bekannten oder uns öffentlich bekannten zahlreichen Meinungsumfragen im Augenblick ein Trend klar sichtbar, nämlich nach all diesen Meinungsumfragen liegt Joe Biden, der demokratische Präsidentschaftsbewerber, relativ deutlich vor Donald Trump in den meisten Umfragen mit 10 oder sogar noch mehr Punkten. Also Biden nach einer Umfrage bei 54 verglichen mit Trump bei etwa 44% oder 45% der Stimmen. Das Problem beim amerikanischen Wahlsystem ist, es kommt eben nicht drauf an, wer am Schluss von den beiden Kontrahenten die meisten Stimmen der amerikanischen Wähler auf sich vereinigen kann, sondern das amerikanische Wahlsystem ist nun mal so, dass jeder Einzelstaat unter den 50 Staaten, die ja unterschiedlich groß sind, unterschiedliche Bevölkerungszahlen haben, eine gewisse Zahl von Wahlmännern entsendet, jedenfalls formal betrachtet. Und diese Wahlmänner
geben dann eigentlich die Stimme ab. Und bei den Wahlmännern ist es so, dass relativ viele der Einzelstaaten die Wahlmänner nicht prozentual verteilen, also so und so viele an Trump und so viele für Biden, sondern derjenige, der in diesem Einzelstaat gewinnt, der kriegt dann sämtliche Wahlmännerstimmen für sich. So jedenfalls in vielen Staaten. Das heißt, es kommt auf die Wahlmänner an und deswegen ist das so kompliziert, eine Voraussage zu treffen. Was man sagen kann, wenn ich das auch noch vorab sagen kann, für diejenigen unter Ihnen, die sich in den nächsten Tagen mal die letzten Umfragen anschauen wollen, es kommt wegen dieses Systems nicht auf alle, sondern nur auf einige wenige Staaten der USA an. Das sind die sogenannten Swing States, also die bei denen man nicht genau weiß, ob die traditionell eher demokratisch oder republikanisch wählen. Ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, da gehört beispielsweise Florida dazu. Deswegen sehen Sie in diesen Tagen auch relativ viele Wahlkampfauftritte beider Parteien in Florida. Da gehört auch Pennsylvania dazu, ein besonders bevölkerungsreicher Mitgliedstaat, genauso wie Ohio und übrigens auch im Süden Georgia und North Carolina. Also, unsicher, die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden gewinnen könnte, ist erheblich, aber sie ist nicht sicher. Verlassen Sie sich bitte nicht drauf. Eine Überraschung ist auch hier in diesem Mal nicht auszuschließen. Was passiert, wenn Joe Biden gewinnt? Es gibt ja Leute, die denken, dann bricht sozusagen das transatlantische Paradies, von dem wir früher geträumt haben oder von dem wir dachten, dass es früher mal existierte, dann bricht das aus und es ist alles gut oder wieder gut. Vor dieser Annahme kann ich auch nur warnen, denn ich glaube nicht, dass mit Joe Biden eine transatlantische Harmoniewelle ausbrechen wird. Viele der kontroversen Punkte, die uns in den letzten Jahren auseinandergetrieben haben, jetzt mal ganz abgesehen von den persönlichen Eigenheiten des Präsidenten Trump, aber viele der Sachthemen, in denen wir unterschiedlicher Meinung waren, die gab es auch schon vor Trump. Also Beispiel die Verteidigungsausgaben. Ist Deutschland und sind neben Deutschland auch andere Europäer billige Trittbrettfahrer, die sich von reiche Trittbrettfahrer, die sich von Amerika ihre eigene Verteidigung bezahlen lassen und nicht bereit sind, selber genügend Geld in Sicherheit und Verteidigung zu investieren. Sie alle wissen ja vermutlich, wie groß die Klagen darüber sind, dass unsere Bundeswehr, aber auch andere europäische Partner unzureichend ausgestattet sind, nicht das neueste Material haben, weder die richtigen Flugzeuge noch die richtige Zahl von Schiffen und so weiter und so weiter. Das ist aber nur eines der kontroversen Themen. Ein anderes Thema ist das berühmte Thema Nord Stream 2. Also die meisten von Ihnen werden ja schon von dieser Kontroverse gehört haben. Ist es eine gute oder eine schlechte Idee? Eine direkte Pipeline von Russland nach Deutschland, eine zweite direkte Pipeline durch die Ostsee zu legen, unter Umgehung der bisherigen Transitländer, also diejenigen, durch deren Territorium bisherige Pipelines geführt wurden und die deswegen auch eine Kommission erheben konnten für die Durchleitung von Öl und Gas. Also ist es eine gute oder eine schlechte Idee? Viele unserer europäischen Partner haben die Nord Stream 2 Pipeline für eine eher schlechte Idee gehalten. Das muss man zugeben. Die USA unter Trump halten die Pipeline nicht nur für eine schlechte Idee, sondern für eine ganz, ganz schlechte Idee, die man eigentlich stoppen müsste und die man eigentlich auch stoppen möchte, weil man der Meinung ist, Deutschland bezahlt damit die aggressive Politik, die sich die russische Regierung in den letzten Jahren geleistet hat. Warum brauchen wir eine solche Pipeline, wenn wir doch eigentlich fossile Brennstoffe eher abschaffen wollen und in eine neue Ära übergehen wollen. Ich könnte noch zahlreiche andere Themen nennen, die uns in den letzten Jahren beschäftigt haben.
das Abhören vom Handy der Bundeskanzlerin Merkel gehört ja auch zu den kritischen Punkten der letzten Jahre. Das war allerdings, muss man auch wissen, das war allerdings passiert, als der Präsident noch Barack Obama hieß. So, also wir haben eine ganze Reihe von Konfliktpunkten. Es gibt einen Punkt, und dann will ich auch gleich aufhören zu reden. Es gibt einen Punkt, bei dem ich allerdings glaube, dass eine amerikanische Regierung unter einem Präsidenten Joe Biden mit uns, den Europäern insgesamt, mit uns, den Deutschen, anders zusammenarbeiten würde, anders zusammenarbeiten könnte, als das mit Donald Trump möglich war. Und das ist die Frage des Vertrauens. Das Vertrauen, zum Beispiel das persönliche Vertrauen, zum Beispiel zwischen Donald Trump und Angela Merkel, ist aufgrund verschiedenster Vorkommnisse, die ich jetzt nicht im Einzelnen aufzählen will, die wahrscheinlich vielen von Ihnen bewusst sind, ziemlich zerstört worden oder jedenfalls beschädigt worden, vielleicht nicht völlig zerstört. Mit dem Vertrauen in der Außenpolitik ist es so, dass man Vertrauen, ähnlich wie in einer persönlichen Beziehung oder in einer Ehe, das kann man durch einen krassen Fehltritt von einem Tag auf den anderen zerstören. Es wieder aufzubauen, dauert manchmal Wochen, Monate, vielleicht Jahre. Also Vertrauen ist schnell weg und schwierig wieder aufzubauen. Wenn jetzt ein Joe Biden ans Ruder käme in den USA, bin ich mir relativ sicher, dass es möglich sein würde, ein persönliches Vertrauensverhältnis mit einem Mann, den man seit langen Jahren kennt. Der Mann war jahrzehntelang Senator. Ich persönlich kenne ihn aus vielen, vielen Begegnungen aus der Zeit, in der ich Botschafter in den USA war. Er war mehrfach als Vizepräsident in München bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist sogar jetzt in diesem Jahr im Februar als künftiger Präsidentschaftsbewerber auch wieder in München dabei gewesen. Also wir Europäer kennen ihn und ich denke, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf der Suche nach transatlantischen Kompromisslösungen in den kritischen Themen, die uns auseinandergetrieben haben in dieser Ära Trump, müsste eigentlich möglich sein. Denken Sie mal an Klima, denken Sie mal an das leidige Thema des Iran-Abkommens, denken Sie an den kritischen Umgang mit, wie gesagt, mit dem Thema China, mit dem Thema Russland und mit kritischen Handelsfragen. Also, vielleicht noch eine letzte Bemerkung und dann gehen wir in unsere Diskussion. Mhm. Was passiert, wenn Trump wiedergewählt wird? Mein Rat wäre, weil man das wirklich nicht ausschließen kann, mein Rat wäre, let's not panic, sage ich jetzt mal auf Englisch. Also bloß keine Panik. Wir müssen uns daran erinnern, wir Deutschen, wir Bürger, wir die Bundesregierung, der Bundestag, Amerika ist für uns mehr als nur das Weiße Haus. Und wenn wir mit dem Insassen des Weißen Hauses ein Problem haben sollten, dann gibt es, wie gesagt, 100 Senatoren, über 400 Kongressabgeordnete, 50 Gouverneure der 50 Einzelstaaten. So ein Staat wie Kalifornien ist ein ganz wichtiger Staat. Wenn Kalifornien Mitglied der EU wäre, würde es zu den drei wichtigsten Wirtschaftsmächten in der Europäischen Union zählen. Also mit Kalifornien kann man vorzüglich über CO2-Reduzierung reden und über Autoemissionsstandards und so weiter. Also mein Rezept wäre, auch für den Fall einer Wiederwahl von Donald Trump, lasst uns bloß nicht verzweifeln. Amerika bleibt wichtig für unsere Sicherheitspolitik, für die Handelsbeziehungen, für viele andere Themen, beim Klimaschutz, bei der Energiepolitik, bei der Terrorismusbekämpfung. Engage, engage, engage. Also Kontakte pflegen mit allen Teilen der amerikanischen Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft. Da gibt es viel, was uns verbindet. Und das kann die Probleme, die wir vielleicht auf regierungsamtlicher Ebene gehabt haben und
vielleicht haben könnten, dann doch etwas ausgleichen. Also jetzt halte ich hier mal ein und stelle mich den Kommentaren oder Fragen. Ja, vielen Dank für Ihren Input. Das war schon einmal sehr spannend. Man könnte Ihnen noch viel länger zuhören. Schade, dass wir nur so wenig Zeit haben. Ich beginne mal mit einer Frage zum Thema Kultur. Denn ja, wir sagen immer, wir teilen mit den USA eine lange freundschaftlich und kulturell verbundene Beziehung. Die Frage, die vielleicht auch aufkommt, um auch zu verstehen, was das mit uns zu tun hat. Und auch Sie haben ja in den USA gelebt zu einer Zeit, die sehr zerrüttet war während 9/11 und dem Irakkrieg. Können Sie vielleicht auch beschreiben, wie sich die kulturelle Beziehung zwischen den Bevölkerungen in den letzten Jahren verändert hat und was das für uns vielleicht auch als EuropäerInnen bedeutet, wenn die transatlantischen Beziehungen nicht mehr so zusammen, also wenn sie nicht mehr so werden, wie sie es mal waren? Was bedeutet das konkret für die Menschen? Und man erlebt ja auch eine zunehmende Abneigung in der Bevölkerung bei Menschen, die gegen Trump sind und sagen, was passiert da eigentlich in den USA? Das ist ja ganz furchtbar und dass man wie ein ja, Ressentiment entwickelt. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, natürlich. Natürlich. Es ist ja nun leider so, wenn wir ehrlich sind, dass wir zurzeit oder in den letzten Jahren, zumindest hier bei uns in Deutschland, nicht nur gewisse Sorgen oder gar Ressentiments entwickelt haben gegenüber den USA, sondern gegen eine ganze Reihe von anderen Staaten, sogar Partnern, unseren eigenen Partnern in der Europäischen Union. Wir bedauern nationalistische, populistische Trends hier an unserer eigenen Heimatfront, übrigens auch hier in Deutschland. Wir beklagen Vorgänge wie jetzt die quasi Abschaffung des Abtreibungsrechts in unserem Nachbarland Polen, ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Wir bedauern populistische Trends in Ungarn. Wir haben Angst vor zunehmend aggressiver chinesischer Politik und wir sind befremdet angesichts der Wählerschaft, die vor 4 Jahren Trump gewählt hat und die offenbar weiterhin bereit ist zu unterstützen. Das sind vermutlich immerhin so etwa 40% der amerikanischen Wahlbevölkerung. Wir stellen uns die Frage, wie kann man nur? Ja, aber genauso wie ich die Frage stellen kann, wie kann man nur in Amerika Donald Trump unterstützen, dann kann ich genauso gut die Frage stellen, wir haben leider diese Trends, ja, wie kann eigentlich nur mein französischer Freund Marine Le Pen unterstützen? Das ist sicherlich auch nicht viel besser. Also wir haben diese Trends zu autoritären, populistischen, zumindest aus meiner Sicht, wahrscheinlich auch aus Ihrer Sicht, unerfreulichen politischen Bewegungen. Und die Frage ist, wie können wir dem entgegentreten? Ich will noch einen Punkt, wenn ich darf, zu Amerika hinzufügen. Bei allem Ärger, den ich persönlich auch empfinde über, Entschuldigung, da stellt mein Handy, das muss ich jetzt gerade mal ausmachen. Das ist ganz leicht zu machen, jawohl. Bei allem Ärger, den wir empfunden haben oder empfinden, müssen wir uns auch selber eingestehen, dass wenn wir uns die Frage stellen, wenn ich jetzt 20 wäre oder 24 und gerade mein Hochschulexamen hinter mich gebracht hätte und jetzt die Chance habe, ein Stipendium für ein Doktorandenstudium zu bekommen, wo will ich denn dahin? Es ist immer noch so, dass zu den 20 attraktivsten Hochschulen der Welt die großen amerikanischen Universitäten zählen. Die sind immer noch der Kulminationspunkt der Wissenschaft. Die kriegen immer noch die meisten Nobelpreise. Und wer es schafft, in Amerika sein Studium vollenden zu können oder führen zu können, der hat bestimmt keine schlechte Entscheidung getroffen. Also die amerikanische Softpower
einschließlich übrigens solcher Dinge wie der Film- und Fernseh- und Musikindustrie, die ist ja immer noch da. Und ich kann mir vorstellen, dass für den Fall, dass wir es nicht mehr mit Donald Trump zu tun haben würden in den kommenden Jahren, dass der Entfremdung, die Sie ansprechen, die zweifellos da ist, die auch bei mir persönlich da ist, dass diese Entfremdung wieder einer Annäherung Raum gibt. Ich erinnere mich daran, das ist ja nun noch nicht so lange her, das war gerade 12 Jahre her, als Barack Obama, noch bevor er überhaupt zum Präsident gewählt worden ist, im Sommer 2008, also jetzt vor 12 Jahren, da tauchte er als künftiger Kandidat in Berlin auf und es sind sage und schreibe 200.000 Berliner an die Siegessäule marschiert, um diesem Mann zuzuhören. Und der Jubel war grenzenlos. Ich war selbst dort, habe mir das mit angehört. Ich will jetzt nicht prognostizieren, dass ein Joe Biden oder eine Kamala Harris eine ähnliche Siegesparade hier in Berlin erleben würde. Aber was ich glaube ist, dass die klassischen Freiheitsvorstellungen, die Amerika für uns verkörpert hat, dass die im Augenblick zwar verdeckt sind, dass es aber durchaus eine Menge Berührungspunkte gibt, die uns über den Atlantik sehr, sehr viel enger verbinden und verbinden müssen und verbinden können, als beispielsweise unser Verhältnis zu China oder unser Verhältnis zu anderen autoritär regierten Staaten der Fall ist. Also insgesamt sehe ich die Chancen einer Wiederherstellung des Vertrauens und einer Wiederherstellung auch einer gewissen Popularität Amerikas nicht als völlig unmöglich an. Es gibt ja doch schon Chancen und ich hoffe, dass ich da nicht ganz falsch liege, weil ich eigentlich selbst in meinem Leben, ich war schon als Schüler für ein Jahr in Amerika, habe dort später studieren können und habe wahnsinnig viel gelernt für meinen Beruf und fürs Leben durch meine Zeit in den USA. Ich möchte sie nicht missen. Ja, das ist eine schöne Aussicht. Das heißt, wir müssen uns gegenseitig vielleicht auch ein bisschen die Chance lassen, wieder näher zusammenzurücken, gesellschaftlich. Ich habe noch eine Frage zu Europas Rolle. Sie haben selber gesagt, Europa braucht die USA, Handelsbeziehungen sind stark und auch sicherheitspolitisch ist Europa immer noch sehr abhängig. Die Frage ist, die sich mir stellt, was müsste aber Europa tun, unabhängig davon, wer gewinnt, ob Trump oder Biden, um eine stärkere Rolle einzunehmen? Und wäre es denkbar, wieder darüber zu reden, ob es eine eigene europäische Armee geben müsste? Da wurde oft schon drüber gesprochen in den letzten Jahren. Denn falls Trump gewinnt, Sie sagen, es ist dann nicht no panic, sagen Sie, let's not panic, aber ist es nicht auch wichtig, dass Europa eine selbstbewusstere Rolle einnimmt in der Welt, aber auch gegenüber Amerika und nicht immer nur wartet, bis der Partner quasi den Ton angibt. Was müsste passieren mit Europa? Also Sie sprechen mir ja aus der Seele, aus dem Herzen. Ich bin in der Tat persönlich absolut davon überzeugt, dass es für die Zukunft, unsere eigene Zukunft, zentral wichtig ist, dass wir auf Europa setzen, dass die Europäische Union zu einem respektierteren, handlungsfähigeren internationalen Akteur heranwächst. Ist sie aber leider zurzeit noch nicht oder jedenfalls noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Und wenn Sie davon reden, und auch diese Vision finde ich eine gute Vision, wenn Sie davon reden, dass Europa sich vielleicht den Gedanken einer europäischen Armee, also auch einer militärischen Handlungsfähigkeit zu eigen machen sollte, dann würde ich sagen, ja, gute Idee. Nur, da sind wir natürlich, und da müssen wir auch ehrlich mit uns selbst sein, da sind wir meilenweit, Lichtjahre von entfernt. Schauen Sie mal, unter den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union
gibt es in außen-, sicherheitspolitischen oder verteidigungspolitischen Fragen bis heute das Prinzip, dass Entscheidungen nur zustande kommen, wenn alle zustimmen. Und wir erleben jeden Tag, jede Woche, jeden Monat in Brüssel Situationen wie bei drittrangigen Fragen. Bei drittrangigen Fragen. Einer der Mitgliedstaaten, egal ob das jetzt ein großes Mitgliedsland ist wie Deutschland oder ein kleines wie Estland oder Portugal oder Griechenland, irgendeiner hat immer irgendetwas auszusetzen. Und deswegen kommt meistens keine Entscheidung zustande oder nur nach langem Ringen. Und deswegen sind alle Vorstellungen über das Sprechen der Europäischen Union mit einer Stimme als Konkurrent vielleicht künftig für China oder Russland oder die USA. Nur dann sind alle solche Gedanken nur dann sinnvoll, wenn wir imstande wären, die Entscheidungsprozeduren in der Europäischen Union zu ändern und darauf verzichten, dass jeder Mitgliedstaat in jeder Frage, die da ansteht, sein Veto einlegen kann. Kein Wunder, dass wir weltpolitisch noch nicht ernst genommen werden. Also da muss leider noch relativ viel geschehen. Und lassen Sie mich noch eins hinzufügen. Es ist natürlich so, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dass wir Deutschen seit der Wiedervereinigung, also die letzten genau 30 Jahre, uns wohlgefühlt haben in dem Gedanken, wir sind jetzt nur noch von Freunden umgeben. Vorher waren wir, da waren Sie alle noch nicht geboren, unterstelle ich jetzt mal, da waren wir ein Frontstaat. Es waren Hunderttausende von sowjetischen Soldaten in der DDR stationiert, auf westlicher Seite Hunderttausende von Amerikanern. Wir waren Frontstaat, es ging um militärische Abschreckung. Jetzt sind wir nur noch seit 30 Jahren von Freunden umgeben. Dementsprechend haben wir, aber auch einige unserer Nachbarn und Partner, es für richtig gehalten, uns eigentlich nicht mehr so sehr um unsere äußere Sicherheit kümmern zu müssen, weil ja umgeben nur noch von Freunden. Und soweit es um die strategischen großen Fragen gegen Russland, China, da wussten wir ja, der amerikanische Partner hält seine schützende Hand mit seiner Nuklearwaffe, mit seiner Abschreckung über uns. Wir müssen das noch nicht mal bezahlen. Die Zeiten sind jetzt, wie Donald Trump uns gelehrt hat, anscheinend zu Ende. Und wir müssen uns mehr kümmern. Wer also sich dafür einsetzt, und ich bin ganz dafür, was Sie gerade gesagt haben, wer sich in diese Richtung bewegen muss, der muss sich dann natürlich auch der Frage stellen, wollen wir, kriegen wir Mehrheiten in der deutschen Bevölkerung beispielsweise dafür, dass wir mehr Geld für sicherheitspolitische Vorkehrungen, für militärische Zwecke, für Aufklärung, für Cybersicherheit und so weiter ausgeben. Manche Leute sagen ja, nein, wir wollen lieber mehr Geld für Krankenhäuser als für Panzer. Ja, das sind schwierige Entscheidungen. Im Augenblick oder bis heute ist uns diese Entscheidung vom amerikanischen Partner, weil wir alle gemeinsam in der NATO sind, häufig eher abgenommen worden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, wenn wir es ernst meinen mit Selbstbestimmung und selber entscheiden und selber eine Rolle spielen, dann wird das nicht möglich sein, wenn wir dafür nicht auch mehr Ressourcen auf die Beine stellen. Wir und unsere europäischen Partner gemeinsam. Ich glaube, das ist die richtige Richtung, aber ich sehe noch nicht, dass jemand, der in Deutschland Bundeskanzler werden will, dafür ohne weiteres eine Zweidrittelmehrheit kriegt. Das ist also, wie sagt man auf gut Neudeutsch, eine Uphill Battle, ein Bergaufweg. Ja, ich sehe gerade die Uhrzeit. Ich hätte noch sehr viele Fragen an Sie, aber ich glaube, im Publikum gibt es auch schon einige Handhebungen und schriftliche Fragen. Deshalb würde ich jetzt die Diskussion für das Publikum öffnen. Ich habe vorhin ganz vergessen zu sagen, dass wir das Prinzip der positiven Diskriminierung pflegen, beziehungsweise die Schwarzkopf-Stiftung. Was bedeutet, besonders das junge Publikum ist aufgefordert, darf ganz, ganz rege Fragen stellen, ohne Hemmung. Und dazu ist das Format hier auch da. Es gibt, wie gesagt, die Handhebefunktion. Da müsste ich dann eine
Brecherlaubnis aktivieren, die muss der Zuschauer, die Zuschauerin annehmen oder per schriftlicher Frageoption. Herr Ischinger, vielen Dank erstmal für Ihren spannenden Input. Ich gebe ab und nehme erst einmal eine mündliche Frage von Erik. Ich verwende das digitale Du und sage immer den Vornamen. Erik, jetzt müsste die Sprecherfunktion aktiviert werden. Möchtest du Hallo, Herr Ischinger. Vielen Dank für Ihre interessanten Worte. Also eine Sache ist ja auch das, was in der Öffentlichkeit geredet wird und auch in den Medien ja über auch Donald Trump sehr laut immer diskutiert wird. Und da Sie ja seit vielen Jahrzehnten auch hinter die Kulissen blicken können, meine Frage, wie wird denn hinter den Kulissen auch auf die Präsidentschaft geschaut? Denn ich glaube, es gibt auch durchaus ja Sachen, die man auch mal positiv sehen kann und wovon wir auch in Deutschland lernen können. Also beispielsweise Steuerreform umgesetzt, diverse Handelsabkommen neu verhandelt, relativ viele Wahlversprechen, ob die jetzt gut waren aus unserer Sicht oder nicht, aber eben auch gehalten. Und das sind ja alles auch Sachen, wo man sagt, das ging vielleicht auch in einem Tempo voran, was vielleicht relativ effizient war. Und was vielleicht so ein bisschen der Politikverdrossenheit, die wir hierzulande haben, auch ein bisschen entgegenwirkt. Und wird da hinter den Kulissen auch geguckt, entgegen jetzt mal dem populistischen Geplärre, was läuft denn auch gut und was können wir als Deutschland auch davon lernen, wie USA jetzt regiert wurde in den letzten Jahren? Vielen Dank. Bin ich jetzt gleich... Genau, Sie dürfen jetzt direkt auf die Frage antworten. Ich möchte ganz kurz nur einmal, das habe ich gerade vergessen zu sagen, darauf hinweisen, wenn mündliche Fragen gestellt werden, das wurde jetzt auch gemacht, kurz und bündig bitte, weil wir sehr, sehr viele Fragen haben und die Zeit knapp ist. So, jetzt gebe ich an Sie ab, Herr Ischinger. Ja, vielen Dank. Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Ist es vielleicht tatsächlich so, die These haben Sie ja gerade aufgestellt, dass in den jetzt knapp 4 Jahren Donald Trump ja dort auch möglicherweise das eine oder andere richtige, gute, sinnvolle geschehen ist. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob man das zum Beispiel über die Steuerreform oder die gesundheitspolitischen Vorstellungen und Entscheidungen der Trump-Administration tatsächlich sagen kann. Ich fürchte, die Steuerreform hat zwar relativ viele Milliarden in die Kassen großer Unternehmen gespült, hat aber die Unterschiede, die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich in Amerika noch mal drastisch verstärkt, jedenfalls nach meiner Auffassung. Ich bin also nicht sicher, ob sich das als Modell für uns beispielsweise anbietet. Ich nenne Ihnen aber auch mal ein Beispiel, wo ich denke, dass Donald Trump tatsächlich eine gewisse Vorreiterrolle gespielt hat, nämlich im Verhältnis zu China. Seine offensive, um nicht zu sagen aggressive Politik gegenüber China hat ja dazu geführt, das hat ja überhaupt erst ausgelöst, dass wir in Europa uns mit dem Thema China, nämlich wie gehe ich mit einem nicht demokratisch geführten Großmachtstaat wie China um, wie gehe ich mit den Firmen um, die alle unter Partei- und Staatskontrolle stehen, was sind hier die richtigen Rezepte? Ich denke, da wäre die Europäische Union, die vor einem Jahr sich dazu durchgerungen hat, nach langen Jahren der Unfähigkeit, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, da wäre die Europäische Union vor einem Jahr vermutlich noch nicht imstande gewesen, China als systemischen Rivalen zu definieren, wenn die Trump-Administration hier nicht vorangegangen wäre in der kritischeren Einschätzung Chinas und in der Notwendigkeit, sich darüber klar zu werden, dass wir möglicherweise für eine zu große Abhängigkeit von China auch einen politischen, ökonomischen oder anderen Preis zahlen müssen. Also eine rationale, eine vernünftige Auseinandersetzung
mit der Politik der Trump Administration nach außen und nach innen ist natürlich wichtig. Ich finde es ganz falsch, wenn wir so tun, als wüssten wir von vornherein ohnehin alles besser und wüssten auch besser, wie man 350 Millionen Amerikaner regiert. Ich bin allerdings auch der Meinung, wir sollten das endgültige Urteil den Amerikanern selbst überlassen. Und deswegen glaube ich, werden wir in 8 Tagen, nämlich am 4. November, etwas deutlicher wissen, ob die Mehrheit der Amerikaner oder zumindest der Wahlmänner, so wie ich das vorhin versucht habe zu erläutern, ob die tatsächlich der Meinung sind, dass Trump das eine oder andere so gut und so richtig gemacht hat, dass er eine Wiederwahl verdient, oder ob er abgeschmettert wird. Wir werden es ja erleben. Dann haben wir noch eine schriftliche Frage. Ich versuche hier zu jonglieren zwischen mündlichen und schriftlichen Fragen von Johannes aus dem Publikum. Angenommen, Trump gewinnt die Wahl. Treten die USA dann aus der NATO aus, ist seine Frage. Vielen Dank für die Frage. Ich gebe wieder an Herrn Ischinger ab. Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Donald Trump hat ja, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich verfolgen konnten, mehrfach die Frage aufgeworfen, ob die NATO eigentlich aus amerikanischer Sicht noch sinnvoll ist, also der Sicherheitsschirm, den die NATO für Europa mit amerikanischer Hilfe schafft, ob man das überhaupt noch braucht, ob das richtig ist, dass Amerika die reichen Europäer auf diese Weise sozusagen alimentiert. Er hat da mehrfach gedroht. Ich persönlich glaube, dass Donald Trump daran festhalten würde, dass er diese Frage immer wieder aufwerfen könnte oder würde, wenn er wiedergewählt werden würde. Ich glaube allerdings, dass ein tatsächlicher Austritt der USA eher nicht zustande kommen wird. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Mehrheit der jetzigen Senatoren, der Senat hat in Amerika bei außenpolitischen Entscheidungen eine wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, die Mehrheit der Senatoren, die es heute gibt, und das wird sich nach der jetzt anstehenden Wahl nicht dramatisch ändern, die sind der Meinung, dass die Nordatlantische Allianz, also dass die NATO, nicht nur für die Europäer, sondern auch für die USA gut, richtig und notwendig ist. Und dass sie deswegen sich einem Austrittswunsch des Präsidenten widersetzen würden. Also die konkrete Sorge, dass es dazu am Austritt kommen würde, die halte ich persönlich nicht für so groß. Aber wir müssten schon damit rechnen, dass Donald Trump, wenn ihm irgendwas nicht passt, immer mal wieder mit dieser Keule droht und sagt, dann trete ich eben aus. Also angenehm wäre es nicht. Ja, dann würde ich jetzt noch 2 mündliche Fragen hintereinander wegnehmen. Ich lasse die ZuschauerInnen sprechen, hintereinander weg, und dann könnten Sie im Nachhinein auf die beiden Fragen antworten, wenn das für Sie passt. Dann fange ich mal mit Peter an. Jetzt müsste die Sprecherlaubnis erfolgt sein. Ja, schönen guten Tag aus Mainz. Tag, Herr Ischinger. Hier ist Peter Frei. Ich will Sie gern mal fragen. Sie gehören aber nicht zu den Also wenn wir das ein bisschen zuspitzen sozusagen, wenn Trump... ich bin aber hier zugelassen, bin ganz stolz darauf. Wenn Trump gewinnt, müssen wir uns nicht doch auf eine Stärkung des transatlantischen Verhältnisses einerseits, aber vielmehr noch auf eine echte Bedrohung des Modells der westlichen Demokratie einstellen. Also 4 weitere Jahre, eine dann gescheiterte demokratische Partei mit einem unklaren Kurs und Amerika auf dem Weg zu einem autoritären Regime. Also ist das nur ein Horrorszenario oder halten Sie sowas auch für realistisch? Vielen Dank für die Frage. Ich nehme gleich im Nachgang noch eine Frage dran von Caroline. Jetzt müsste die
Sprechererlaubnis aktiviert sein. Guten Abend, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank, Herr Ischinger, für die Zeit, die Sie sich nehmen, mit uns zu sprechen. Meine Frage knüpft an die sicherheitspolitischen Diskussionen, die wir gerade hatten. Und wir haben angesprochen, Trump droht mit dem NATO-Ausstieg und so weiter. Was mich interessieren würde, ist, inwiefern wäre denn ein anderes Szenario zu erwarten, wenn Biden die Wahl gewinnt? Oder inwiefern ist der sicherheitspolitische Trend, den wir in den transatlantischen Beziehungen sehen, inwiefern ist der unabhängig von der Präsidentschaftswahl zu sehen und inwiefern wäre es nicht sehr viel anders, wenn Biden die Wahl gewinnen würde? Vielen, vielen Dank und Grüße aus Cambridge. Dankeschön. Bin ich jetzt wieder dran? Genau, jetzt dürfen Sie, ich muss noch einmal die Sprecher Funktion deaktivieren. Genau, jetzt dürfen Sie antworten. Also zunächst mal zu dem von Peter Frey angesprochenen Horrorszenario. Also ich glaube nicht so recht an das Horrorszenario. Was ich glaube ist, dass für den Fall der Wiederwahl von Donald Trump ja, es auch vorstellbar sein könnte. Ich sage nicht, dass das so kommen würde, aber ich halte es auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass ein wiedergewählter Donald Trump ein milderer Donald Trump werden könnte, als der, der er in diesen letzten 3, 3,5 Jahren war, der krampfhaft versuchen musste, seine sogenannte Voter Base, also seine Wählerschaft, bei der Stange zu halten, ihnen Wohltaten vorzugaukeln oder zukommen zu lassen, je nachdem, wie man das betrachtet. Also ich will das nicht ausschließen. Auf der anderen Seite stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu, lieber Herr Frey. Die Frage, was denn mit dem Westen passiert, mit der Idee des Westens, also der Idee der westlichen Staatengemeinschaft, die sich einem zentralen Begriff, nämlich der Würde des Einzelnen als zentraler Punkt staatlicher Existenz verschrieben haben, was würde denn mit der Idee des Westens, mit unseren moralischen, ethischen Werten passieren, wenn Amerika sozusagen noch stärker in die von Trump vorgegebene Richtung abdriften könnte. Also noch mehr Polarisierung, möglicherweise mehr rassistische Auseinandersetzungen im Lande und so weiter. Ja. Ich fürchte, dann kommt eben eine noch dramatisch größere Aufgabe auf uns zu. Es ist ja nicht so, dass der Westen nur von Amerika symbolisiert wird. Natürlich war Amerika in den letzten 70 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg für meine Generation sozusagen der Inbegriff, das Sinnbild des Westens, der westlichen Staatengemeinschaft. Uns hat man dann ja erlaubt, dieser westlichen Staatengemeinschaft nach dem grauenhaften Vorgang des Zweiten Weltkriegs zuzugehören. Es war ja eine gewisse amerikanische Großzügigkeit, auch eine Geste. So, jetzt sind wir im Westen angekommen, jetzt sind wir aber auch mitverantwortlich für den Westen. Und dann ist es eben eine Aufgabe Europas, nämlich Deutschlands und Frankreichs. Und egal ob EU-Mitglied oder nicht, auch Großbritanniens und der anderen EU-Mitglieder, vielleicht auch gemeinsam mit nicht-europäischen Partnern, denken Sie mal an Kanada, denken Sie mal an Australien und andere, die Idee des Westens lebendig zu halten und die Tradition zu verteidigen. Ich glaube, wir haben in diesen letzten längeren Monaten ja Ansätze dazu erlebt, mit Versuchen, die auch von der Bundesregierung mitentwickelt worden sind, also die Allianz der Multilateralisten voranzutreiben, die Europäische Union in der Weise zu stärken, wie wir das vorhin besprochen haben, gehört auch zu dieser Tagesordnung, zu diesem Aufgabenheft. Also ich würde die Flinte nicht ins Korn werfen wollen, wenn eine Wiederwahl von Donald Trump erfolgt. Wie gesagt, ich plädiere dafür, für diesen Fall nicht in Panik auszubrechen, sondern unsere eigenen Stärken uns als Aufgabe vorzunehmen. Wir sind für den Westen, seine Erhaltung, seine Zukunft
mitverantwortlich. So, zu der Frage von Caroline. Wäre das alles wesentlich anders, wenn Joe Biden gewählt werden würde? Naja, ich glaube schon, dass es anders wäre. Also Joe Biden hat beispielsweise, was das Thema Partnerschaften, Allianzen angeht, unentwegt im Munde geführt, sein Bekenntnis zu multilateraler Diplomatie, sein Bekenntnis zur NATO, sein Bekenntnis zu einem partnerschaftlichen Umgang zwischen den USA und der Europäischen Union. Der würde niemals die Europäische Union, so wie das Donald Trump ja getan hat, als Gegner, als Foe, also wirklich als Gegner definieren. Ich denke also, wir hätten, was die Grundprinzipien der internationalen Ordnung angeht, in Donald Trump jemanden, mit dem man doch anders umgehen könnte als in Joe Biden jemand, mit dem man anders umgehen könnte als mit Donald Trump. Nur nochmal, ich warne vor der Vorstellung, dass dann plötzlich alles gut wäre. Es wäre nicht alles gut. Die krasseste Warnung vor der nachlassenden europäischen Verteidigungsfähigkeit, die hat ein Robert Gates formuliert. Das war der Verteidigungsminister unter Barack Obama, der den Europäern 20 ich weiß nicht mehr, wann das war, 11 oder 12 oder 14, zugerufen hat, wenn ihr eure eigene Sicherheit für so unbedeutend haltet, dass ihr da nicht mehr dafür tut, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn wir, der amerikanische Partner, die Lust verlieren, euch zu alimentieren, euch zu weltpolitisch zu unterstützen. Wir haben damals schlicht und ergreifend nicht zuhören wollen, weil das natürlich eine unangenehme Botschaft war. Also insoweit waren das Weckrufe. Und vielleicht darf ich das, was ich hier versuche zu sagen, in folgendem Satz zusammenfassen. Vielleicht werden wir nach der Ära Trump, egal ob sie jetzt endet oder in weiteren 4 Jahren, Donald Trump sozusagen strategisch betrachtet dankbar dafür sein, dass er den Tiefschlaf, den sicherheitspolitischen Tiefschlaf der Deutschen und der Europäer beendet hat, indem er uns gesagt hat, now you're on your own. Jetzt kümmert euch mal selber, wir sind's leid. Vielleicht hilft das, uns Europäern in diesem Bereich erwachsener zu werden und tatsächlich die Energie aufzubringen, uns tatsächlich so zu ertüchtigen, dass wir unsere Interessen, egal ob es menschenrechtliche, sozialpolitische, wirtschaftliche oder sicherheitspolitische Interessen sind, da müssen wir hin. Und da hat Donald Trump in der Tat möglicherweise in den letzten Jahren einiges zur Bewusstseinsbildung in Europa beigetragen. Dafür könnte man ihm vielleicht sogar tatsächlich dankbar sein. Gut, dann nehme ich noch eine schriftliche Frage von Philipp. Philipp fragt, ist es realistisch, dass die EU in Außen- und Klimapolitik mit einzelnen US-Staaten zusammenarbeitet, wie Sie das Beispiel mit Kalifornien nannten? Müsste dazu nicht die EU erst einiger werden und auf der anderen Seite die US-Staaten uneiniger? Sehen Sie solche Entwicklungsprozesse? Vielen Dank für die Frage. Und ich gebe wieder an Sie ab, Herr Ischinger. Naja, der Fragesteller hat natürlich recht. Es ist natürlich ein Unterschied, ob wir in klimapolitischen Fragen mit der amerikanischen Regierung, die für alle 50 Einzelstaaten spricht, verhandeln können und uns auf ein Pariser Klimaabkommen einigen oder eben nicht einigen können. Natürlich ist das eine andere Kategorie, als wenn wir mit dem einen oder anderen wichtigen Einzelstaat reden. Ich weise allerdings auf Folgendes hin. In den letzten 50 Jahren oder 40 Jahren, seit es überhaupt beispielsweise Autoemissionsvorschriften gibt, war es nie Washington, sondern war es immer Kalifornien, was den Ton angegeben hat. Es wurden in Kalifornien Regulierungen oder Gesetze erlassen, die plötzlich auch europäische Autofirmen dazu zwangen, wenn sie ein Auto nach Kalifornien exportieren wollten, sich an kalifornische Emission Standards, also CO2-Vorschriften zu halten.
Kalifornien hat über Jahrzehnte hinweg hier den Ton angegeben und ich glaube, dass es manche Anzeichen gibt, dass bei solchen Fragen wie Fracking, also Gas- und Ölexploration, umweltpolitischen Themen vielfacher Art, energiepolitischen Themen, Kalifornien genauso den Ton weiter angeben wird, wie Kalifornien auch den Ton angibt in einem ganz anderen Thema, was bei uns vielleicht auch noch wichtiger werden wird, nämlich künstliche Intelligenz, Cybersecurity, die gesamte digitale Wirtschaft. Wieso ist das denn so, dass wir Apple, Google, Microsoft und wie sie alle heißen, anscheinend nichts entgegenzusetzen haben in Europa? Wieso wandert das Know-how, wieso wandern auch unsere großen Firmen alle in Silicon Valley ab, um dort ihre Entwicklungsabteilungen einzurichten? Da ist doch endlich ein Lernprozess gefordert. Und da müssen wir in Europa versuchen, nicht nur hier in Deutschland, sondern in Europa versuchen, unsere Kräfte zu bündeln und sozusagen eine digitale Gegenveranstaltung, nicht im Sinne von brutaler Konkurrenz, sondern im Sinne von eigenständigen Entwicklung, der Entwicklung eigener Fähigkeiten. Ich glaube, wir Europäer können das. Wir haben es bisher leider nur nicht vermocht, unsere Kräfte so zu bündeln, dass wir diesen amerikanischen Giganten, die da in den letzten 20 Jahren entstanden sind, etwas Sinnvolles entgegensetzen können. Es geht hier auch ein kleines bisschen um die digitale Selbstbehauptung Europas. Und deswegen lohnt sich auch heute noch die Reise nach Kalifornien sehr. Für jeden, der in diesem Bereich tätig ist, für jeden, der in der Umweltpolitik tätig ist. Und da muss man gar nicht unbedingt nach Washington fahren. Gut, ich möchte gerne noch eine schriftliche Frage dran nehmen von Nina Maria. Sie fragt, die Europäer legen viel Hoffnung in einen Wahlsieg Joe Bidens. Ist es aber vorstellbar, dass seine Wahl die existierende Polarisierung in den USA noch verstärkt, wenn Biden wieder zu einem stärker multilateralen Ansatz übergeht? Vielen Dank für die Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer, dazu eine wirklich klare Antwort zu geben. Gehen wir mal von dem aus, was Joe Biden selbst in seinen Wahlkampfauftritten bisher gesagt hat. Er hat immer wieder gesagt, er wolle, falls er gewählt wird, nicht der Präsident der Demokraten sein, sondern der Präsident aller Amerikaner. Das heißt, er hat verstanden, dass er eigentlich versuchen müsste, in die Fußstapfen erfolgreicher früherer Präsidenten zu treten, denen es auch gelungen ist, sozusagen über den trennenden Zaun in der Mitte auf die andere Seite des Zauns hinaus attraktiv zu werden. Denken Sie mal an die Art und Weise, wie das bis zu einem gewissen Grad Ronald Reagan gelungen ist in den 80er Jahren oder in den 90er Jahren Bill Clinton. Barack Obama ist es aus völlig anderen Gründen, die wiederum vielleicht auch mit Rasse und so weiter zu tun haben, nicht so gut gelungen, in das andere Lager hineinzugreifen. Also ich glaube, bei Joe Biden können wir davon ausgehen, dass er die Intention verfolgen wird, die amerikanische Polarisierung, die gesellschaftliche, die rassenmäßige, die einkommensparitätsmäßige nicht zu verschärfen, sondern eher wieder zu aplanieren, also harmonisierend zu wirken. Ob ihm das gelingen wird, ob ihm das gelingen könnte, ja, da wage ich persönlich auch kein Urteil. Was ich Ihnen nur zurufen kann, aus meinen eigenen Beobachtungen der letzten langen Jahre, wie gesagt, ich war schon seit den 60er Jahren zunächst als Schüler und dann später als Student und dann aus beruflichen Gründen immer wieder in USA tätig. Nach meiner Beobachtung
ist spätestens seit den 70er oder Beginn den 80er Jahren die Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft, die politische Polarisierung immer weiter vorangeschritten und bisher ist es niemandem gelungen, diese zunehmende Polarisierung ins Gegenteil zurückzudrehen. Es wäre also fast ein Wunder, wenn ein Präsident Joe Biden, falls gewählt, auf diesem Weg großen Erfolg haben würde. Aber wie gesagt, ich bin relativ sicher, dass er seine Präsidentschaft versuchen würde, unter die Überschrift zu stellen, ich will dieses gespaltene Amerika wieder versuchen zu einigen. Große historische Aufgabe, sehr schwer und wahrscheinlich eher eine Generationenaufgabe als eine Aufgabe nur für einen einzelnen Präsidenten, der außerdem ja möglicherweise schon aus Altersgründen wenig Aussichten hätte, eine zweite Amtszeit überhaupt antreten zu wollen. Gut, dann würde ich gerne noch eine mündliche Frage von Paul annehmen. Und jetzt, Paul, kann die Frage gestellt werden. Wunderbar, können Sie mich hören? Ja. Wunderbar, herzlichen Dank, Herr Ischinger, für die Zeit, die Sie sich nehmen. Ich habe eine Frage zur Rolle der USA als Friedens- oder Mediationsmacht. Also inwiefern die als Honest Broker, also ehrlicher Makler irgendwie bezeichnet werden können, insbesondere was jetzt die Annäherung vieler arabischer Staaten mit Israel angeht beispielsweise oder auch das mitunter auch schon wieder brüchige Waffenstillstandsabkommen zwischen Aserbaidschan und Armenien jetzt. Welche Rolle spielt da die Trump-Administration, die vielleicht andere Länder oder vorherige Regierungen nicht geschafft haben zu spielen? Ja, auch da kann ich Ihnen nur danken für eine sehr berechtigte und richtige Frage. Ich denke, bei aller sonstigen Kritik an der Trump-Administration müssen wir sozusagen neidlos der Trump-Administration zugestehen, dass sie in dieser völlig verfahrenen nahostpolitischen Lage es zumindest hingekriegt haben, eine gewisse Bewegung zu schaffen, indem also jetzt die jahrzehntealte, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Isolierung Israels seitens der arabischen Staatenwelt zumindest von einigen durchbrochen worden ist, mit aktiver amerikanischer Hilfe. Das würde ich tatsächlich auch bei Trump mit einer gewissen Vorsicht auf der Habenseite buchen und würde sagen, das haben sie gar nicht schlecht gemacht. Das Problem ist, dass gleichzeitig mit dieser Entspannung des Verhältnisses zwischen Israel und zumindest einem Teil der arabischen Staatenwelt natürlich die Konfrontation mit dem Iran eher noch weiter auf die Spitze getrieben wird. Denn einer der Hauptbeweggründe, hier eine sozusagen eine Einheitsfront schaffen zu können, die Israel und Teile der arabischen Staatenwelt eint, ist ja ganz offensichtlich das Ziel, den Druck auf den Iran seitens Washingtons noch weiter erhöhen zu können. Ich will Ihnen mal sagen, was meine Idealvorstellung wäre. Meine Idealvorstellung wäre eine Rückkehr durchaus unter aktiver amerikanischer Führung. Wir wissen alle, dass die USA im Nahen und Mittleren Osten einfach mehr Macht, mehr Einfluss entwickeln können, als wir Europäer es vermögen. Meine Vorstellung wäre, dass wir gemeinsam, USA und Europa, unser ganzes gemeinsames Gewicht da hineinlegen, eine sicherheitsordnungspolitische Vorstellung für die gesamte Region zu entwickeln, bei der am Schluss des Tages hoffentlich sowohl Teheran wie Israel und wie die arabische Staatenwelt in einer regionalen, sage ich, ich nenne es mal so,
Sicherheits- oder Friedensarchitektur leben könnten. Davon sind wir im Augenblick auch wieder Lichtjahre entfernt. Aber ich halte das für eine der großen historischen Aufgaben, die vor uns liegen. Denn solange dieser Konflikt mit dem Iran nicht wieder angepackt wird, ich halte es für einen, habe es für einen großen Fehler gehalten, dass die USA aus dem Iran-Pakt ausgestiegen sind. Denn jetzt ist der Iran durch diese Vorgänge eher wieder näher an die Fähigkeit, nukleare Waffen entwickeln zu können, herangerückt. Die amerikanische Politik, maximalen Druck auf Iran auszuüben, hat zumindest bis zur Stunde keine Umkehr der iranischen Politik zur Folge gehabt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass, und das wäre, denke ich, in einem Fall, in dem Fall eines Wahlsiegs von Joe Biden auch nicht unvorstellbar, ich würde mir wünschen, dass es wieder zu bestimmten gemeinsamen strategischen Vorstellungen zwischen den USA und uns, den Europäern, kommt, um im Nahen und Mittleren Osten auf eine gewisse regionale Friedensordnung hinwirken zu können. Das geht allerdings, ich sage es nochmal, nur unter aktiver amerikanischer führender Mitwirkung. Wir Europäer sind viel zu schwach und auch viel zu zerstritten in nahostpolitischen Fragen, um das alleine in Bewegung setzen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war, glaube ich, ein schönes Schlusswort, denn die Zeit ist knapp. Ich würde gerne noch mehr Fragen dran nehmen. Tut mir leid, dass dafür nicht die Zeit reicht. Was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist, Sie sprechen von dem Vertrauen, es ist die Notwendigkeit, wieder ein Vertrauen herzustellen. Diese Chance hätte Biden. Und was ich ganz spannend fand, war, egal wie das Wahlergebnis sein wird, es ist bei beiden Ergebnissen eigentlich eine Chance für uns. Die eine größere als die andere. Unter beiden könnten wir davon ausgehen, dass die transatlantischen Beziehungen wieder stärker werden. Und bei Trump könnte es ein Warnsignal sein, dass wir endlich erwachsener werden müssen und selbstständiger. Ich finde, das ist eigentlich ein schöner Blick in die Zukunft. Es bleibt spannend, auch wenn die Prognosen jetzt für beiden sprechen. Wir können bibbern und gespannt zusehen, wie das Ergebnis am Ende sein wird. Vielen Dank, Herr Ischinger, für Ihren Input und auch vielen Dank ans Publikum. Das war sehr spannend und ich gebe jetzt an meinen Kollegen Dominik Reich ab, der die Veranstaltung dann auch abschließen wird. Genau, ich weiß nicht, ob Sie noch das Bedürfnis haben, Herr Ischinger, noch irgendwie ein Schlusswort mitzugeben, das wir Ihnen jetzt quasi irgendwie nicht in den Mund gelegt haben. Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Das ist natürlich richtig. Ich habe gar keine Veranlassung, ein Schlusswort sprechen zu wollen. Ich möchte mich wirklich bedanken bei den Fragern und bei Ihrem Publikum dafür, dass dieses Thema der transatlantischen Beziehungen so viel Interesse und auch vertieftes Interesse findet. Man hat ja manchmal in Deutschland den Eindruck, dass die Deutschen es eigentlich als ungerecht betrachten, dass sie bei amerikanischen Wahlen nicht selber abstimmen können, weil das, was da drüben passiert, so unglaublich intensive Auswirkungen auf unsere eigenen Lebensumstände, auf unsere Sicherheit, auf unsere klimapolitischen Befindlichkeiten und so weiter hat. Also das Interesse an den Vorgängen in Amerika, das hat ja eine tiefere Begründung. Wir haben Abhängigkeiten verschiedenster Art, klimapolitische Art, energiepolitische Art, investitionspolitische Art. Die USA haben 1 Million Arbeitsplätze bei uns geschaffen. Wir Deutschen alleine in den USA auch ungefähr 1 Million Arbeitsplätze. Das darf man alles nicht diskontieren, darf man nicht vergessen. Da gibt es gewaltige gegenseitige Abhängigkeiten und auch eine gewisse gegenseitige Dankesschuld und auch eine gewisse Verpflichtung, auf den jeweils anderen Rücksicht zu nehmen. Hoffentlich wird sich das ab dem 4. November auf beiden Seiten des Atlantik wieder im Sinne vertrauensvoller Zusammenarbeit gut weiterentwickeln.
Vielen herzlichen Dank nochmal dafür, dass ich dabei sein durfte und diese Veranstaltung mitbestreiten durfte. Ja, sehr gerne. Bevor ich noch ein paar Ankündigungen für weitere Veranstaltungen machen würde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, erstmal nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Ischinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns, mit unserem Publikum zu diskutieren. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnte man Stunden um Stunden und ganze Tage diskutieren. Von dem her ist hoffentlich jetzt einfach vieles angerissen, worüber es sich nochmal lohnt, nachzudenken. Nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen. Auch dir, Aurelie, ganz, ganz herzlichen Dank für die Moderation und Ihnen, liebe ZuschauerInnen, für die Fragen. Noch ganz kurz zwei Veranstaltungshinweise, die Sie auch auf unserer Homepage und auf sozialen Medien finden. Die Woche ist noch der Digital Health Summit, entstanden aus einem Policy Paper des European Youth Parliaments, Healthy Lives and Wellbeing for All, mit drei Veranstaltungen. Spannend, auch da können Sie sich jeweils einklinken. Und am Freitag auch ein ganz spannender Instagram Live Talk um 17 Uhr mit den No White Saviors, und zwar zum Thema Critical Whiteness und kulturelle Aneignung. Ganz anderes Themenspektrum, nicht weniger wichtig und spannend. Von dem her klicken Sie sich rein, wir würden uns freuen. Ja, dann bleibt mir nur noch mal abschließend noch mal ganz herzliches Dankeschön zu sagen, und ich wünsche allen Ihnen und euch einen schönen Abend. Danke, Herr Ischinger. Danke, Aurelie. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Danke sehr.